Boxen. Ja, das heißt nicht, ihr werdet jetzt gegeneinander antreten und dann hatten wir vielleicht ein schnelles K.O. schon. Nein, wir haben hier eine wunderbare Maschine. Da müsst ihr gleich gegenboxen. Da geht es um Geschwindigkeit. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, es sieht vielleicht einfach aus, es ist aber unfassbar anstrengend. Wir können schon mal einen kleinen Schritt nach vorne gehen, auch wenn das hier noch aufgebaut wird. Wir gehen mal hier rum. So. Ihr bekommt jetzt Boxhandschuhe, die liegen schon hier, einmal rot, einmal blau, die gerne mal schon mal anziehen. Die Regeln sind ganz einfach. Ihr müsst, könnt ihr schon mal, nehmt schon mal ja. eure Farbe, ihr müsst in 90 Sekunden so viele Anschläge wie möglich erboxen. Wer nach 90 Sekunden mehr Treffer hat, gewinnt dieses Spiel. Das ist alles. Also 90 Sekunden lang auf diese beiden Dinger da eindreschen. Ihr dürft jetzt auch gleich mal Probeboxen, damit ihr wisst, bei welcher Kraft das Ding auch auslöst. Ihr seht da oben nämlich auch gleich die Anzeige. Da seht ihr auch, ob der andere vielleicht führt und ihr vielleicht noch ein bisschen schneller boxen müsst. Ich kann euch auch helfen, wenn ihr das... Warte, ja, das ist immer blöd mit dem... So, bei dir ist okay? Ja, ja, bin mal gespannt. Gut, ihr seht da oben, das ist, da seht ihr, wenn ihr getroffen habt. Und jetzt haut einfach mal ein paar Mal drauf. Ja, siehst du? Toller. Vielleicht ist es noch nicht freigeschaltet. War kleiner Spaß. So, oder ihr müsst tatsächlich fester hauen. Jetzt hau mal richtig drauf, Julius. Jetzt guck mich nicht so an. Elton. Vorsicht, Elton, nicht, dass es die erste Verletzung schon gibt. Ja, ja, nee, ich sag, ich bin auch lieber ruhig. Die haben Boxhandschuhe an. Also sollte eigentlich bei 50 Kilo Pond ausschlagen. Fabian, hau du noch mal drauf. Nee, geht nicht. Entschuldigung, ich muss kurz was sagen. Es geht gerade nicht. Wir haben keine Verbindung zu den Dingen. Jemand kümmert sich drum. Okay. Gott. So, wir hoffen, es geht den Händen gut, Jungs. Alles okay? Du hast ja gerade gesprochen. Okay. Das war wohl... Ich weiß auch nicht. Vielleicht fehlt einfach nur ein Schnüffelstück. So. Felix, wie sieht's aus? Du hast da keine Finger dran. Ne? Das ist nicht deine Schuld. Soll ich noch mal probieren? Was? Diesmal nicht. Soll ich mal probieren? Gott? Ah. Ja. Ist wahrscheinlich eine Bluetooth-Verbindung, oder? Naja, Windows 98, ich habe gleich gesagt, das wird nicht funktionieren. Ja, wir hätten Vista nehmen sollen. Steuerung alt entfernen. Ist genau. Gut. Und dann können wir neu anfangen. Der Servicetechniker sagt gerade, ob wir es ausgeschaltet und wieder eingeschaltet haben. Bitte noch einmal testen. So. Ja, okay, macht ihr nochmal? Ja! Ja. Oh. Ja! Ja! Ja, 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 sehr gut! Jetzt nicht gleich wieder kaputt machen. Okay. 90 Sekunden. Es hört sich gar nicht so viel an, es sind aber 1,5 Minuten. Also, auf die Position. Es ist ein bisschen Höhenausgleich. Ich dachte gerade... Du brauchst das nicht. Ja. Okay, ihr seid klar? Dann auf die Plätze, fertig, los! So, und beide machen das, glaube ich, schon ziemlich richtig, nämlich mit beiden. Also kann man sogar gleichzeitig probieren. Abwechselnd ist auf jeden Fall eine Variante. Und wir sehen, dass sie in etwa auf gleichem Niveau sind. Aber wir behalten auch die Zahl unten links im Auge. Denn das ist die Zeit. Und jetzt gucken wir mal, was die Kondition sagt. Im Augenblick tatsächlich beide fast dabei. Fabian Kleinaussetzer. Wir sehen es ja, leichter Vorsprung. Dadurch bei Julius. Jetzt kommt Fabian wieder ran. Also tatsächlich ganz, ganz eng. Aber es ist noch eine Minute. Und ich habe es gesagt, ich glaube nach wie vor, jede Berührung ein Treffer hier. Also diese Kraft, die man aufwenden muss, die erreichen beide Spielen. Aber wir nähern uns der 45-Sekunden-Marke. Ganz leichter Vorsprung gerade war für Fabian Hambüchen. Wir nähern uns der 30. Fabian Hambüchen mit dem Vorsprung. Keine Ahnung, ob bei Julius dort die Kraft nicht mehr ausreicht. Und Fabian wird auch langsamer. Aber er hat natürlich jetzt
den Stand im Auge und wird nur noch so viel machen, wie er muss. Und ich glaube, bei Julius, da reicht einfach die, ja, der Impuls nicht mehr so richtig. Da geht der Zähler nicht hoch, da muss wieder mehr kommen. Achtung, gleich 15 Sekunden. Nee, das ist ein Vorsprung. Fabian wird das Ding verwalten, denn der kann jetzt natürlich hingucken und kann sehen, dass er vorn liegt und dass er den wichtigen ersten Punkt hier, das erste Spiel, gewinnen wird. Und das ist genau jetzt offiziell der Fall. Ja. Und soll ich euch was sagen? Es ging um einen Punkt. Und ihr seid jetzt schon fertig. Kann Ruhe gehen, doch. Zum Schluss ein bisschen doch die Power gefehlt. Im ersten Spiel. Ja. Aber kein Problem, gleich machen wir was für die Beine. Werbung jetzt? Nein, war keine Werbung. Aber beide Puppen, also auch Fabian, für dich war das auch nicht mal eben so ein Klacks, ne? Nö, aber ich bin auch schon ein paar Mal von dem Podest geflogen. Aber... Na gut, wir gucken uns mal den Punktestand an. Nach dem ersten Spiel, beide sind schon fertig. 1:0 für Fabian Ambüchen.